Überlebt die Horde. Rix schickt euch auf eine Bergbauexpedition, um Material zu sammeln. Ja, doch diese Expedition wird von dem Sturm überrollt. Und bei der Überquerung der Vulkaninsel müsst ihr euch mörderischen Horden von Höhlen stellen und eure Ressourcenbasen verteidigen. Wie lange könnt ihr die Horde überleben? Ja, das ist die Frage. Dieser neue Modus hielt schon am 2. Mai 2023 diesen Jahres Einzug in Fortnite Rettet die Welt und wird bis zum Ende der Salzwasser-Untiefen-Unterfangen-Season, die am 22. Juni sein wird, genau da bleiben. Verfügbar sein bis 2 Uhr nachts mitteleuropäischer Zeit. So, ein wunderschönes Hallihallo auch von meiner Seite. Wir reden heute über den neuen Modus, der, ja gut, jetzt schon einige Wöchchen da ist, aber dennoch noch nicht mit einem Video präsentiert wurde. Wir wollen mal ein bisschen darüber sprechen. Ich lese euch jetzt hier ein bisschen was vom offiziellen Statusbericht vor von FN und ein bisschen gebe ich auch meinen eigenen Senf dazu. Ich hoffe, euch geht's gut. Wird wahrscheinlich ein etwas längeres Video, weil es eben ein bisschen was gibt. Wir schauen mal. Ich hoffe, wie schon gesagt, euch geht's bestens. Ihr könnt auch gerne Abo, Like und Glocke da lassen. Und es ist ein neuer Modi, der auf einer Vulkaninsel ist und so gesehen auch einige neue Missionsfeatures bereitstellt. Wir gehen mal ganz kurz hier ein bisschen durch die Welt. Da kann man schon erkennen, dass es je nach Blitzlevel, was man selbst hat, also dieses hier, ne, wo ich 131 bin, verschiedene Missionsstärken gibt. Das bedeutet, wenn ihr jetzt wirklich erst angefangen habt, dann logischerweise, ne, hat man noch nicht direkt die 140er-Mission. Die hat man dann erst, wenn man etwas höher ist. Je nachdem, ich kann jetzt aber auch hier noch alleine, wenn ich in der Gruppe bin, nur 108, also bis 108 hinuntergehen. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich gehe hier in die ganz leichten Missionen. Das könnte ich dann, wenn irgendjemand beitritt, der eben ein niedrigeres Blitzlevel hat. Ja, es gibt dort verschiedene, wie sagt man denn das? Challenges? Herausforderungen, ähnlich wie in Frostnight oder auch bei Gruften. Zum Beispiel überlebe die Horde, das ist dieses eigentliche Standardding. Das ist das Ding halt. Ja? Und überlebe die Horde, Nahkampfchaos ist halt eben wie bei Frostnight zum Beispiel so eine Challenge, wo man eben nur mit Nahkampfwaffen kämpft. Da gibt es auch einen kleinen Text, den kann ich euch gerne einmal vorlesen. Und zwar, Fernkampfwaffen und Munition aus Vorratslieferungen sind begrenzt wieso steht denn vor dem und ein Komma? Das ist doch eine Rechtschreibfehlung, Rechtschreibfehlung? Ihr wisst, was ich meine. Und Fernkampfangriffe gegen Höhlen verursachten Querschläger, die auch euch Schaden zufügen. Aber immerhin werden eure Fallenschaden und euer Nahkampfangriffs... Wie ist denn das geschrieben? Da komme ich ja durch, ja. Durcheinander. Eure Nahkampf-Angriffsgeschwindigkeit wird erhöht. Und auch der Fallenschaden. So, um das jetzt nochmal kurz zu definieren. Also packt die Schusswaffen weg, stellt mehr Fallen her und schlagt drauf los. Ja, Nahkampf kann man, glaube ich, auch in Frostnight trotz alledem Fallen bläsen. Aber ihr könnt nur mit Nahkampfwaffen kämpfen, wie es die Herausforderung schon verrät, und nicht mit Fernkampfwaffen. So, und es gab auch noch eine andere Herausforderung, die ist aber jetzt weg. Die gab es vom 3. bis zum 10. Mai, die jetzt geht bis zum 17. Mai. Ich weiß nicht, wie sie danach verschwindet, weil bis zum 22. Juni gibt es ja diesen Hordenmodus. Der hieß Hastige Höhlen. Ich erzähle das jetzt für die, die vielleicht nächstes Jahr auf den Modus warten. Denn immer wenn die Salzwasseruntiefen Unterfangenzonen da sind, das heißt auch nächstes Jahr zwischen Frühling und Sommerzeit, wird dann auch die Challenge wieder kommen. Gegnern Schaden zuzufügen und sie zu eliminieren, führt nur dazu, dass die Horde noch schneller herannaht. Also die kommen dann schneller. Hui. Es wird noch schlimmer, denn wenn sie zu nahe oder nah genug herankommen, um euch Schaden zuzufügen, beginnt sie sich zu heilen, also die Zombies dann quasi. Ne? Nehmt sie gezielt unter Beschuss, um sie schnell auszuschalten, bevorzugt bereits aus der Ferne. Genau, ausschalten aus der Ferne. Ja, es gibt auch coole Belohnungen, wir gehen gleich mal rein. Ich gehe mal ganz kurz noch schnell in den BR-Modus, denn der Creator Code FVM wäre auch ganz cool. Den Rest, Werbungssession, ich hatte schon gesagt. Genau. Gehen wir mal in die Mission rein, dann sage ich euch nochmal dort ein bisschen was. Wie gesagt, es geht wahrscheinlich ein bisschen länger, weil eben das auch ein sehr komplexes Thema ist, wenn man so alles auch mal mit durchklamüsern möchte. So,
Genau, zu finden ist das hier oben, überlebe die Horde. Das System ist hier ein bisschen durcheinander gekommen. Es gab, glaube ich, auch mal irgendeine Neuigkeit hier, aber die ist nicht mehr vorhanden. Und sonst gibt es auch nicht viel zu sagen, außer, ja, es ist alles durcheinander. Ist auch egal. Überlebe die Horde, hier haben wir das. Wir gehen jetzt mal an die leichteste Mission, dass wir nicht direkt weggemäht werden. Nicht auffüllen oder auffüllen. Man kann alleine oder in der Gruppe spielen. Das ist klar. Muss ich jetzt nicht alles erklären. Wir gehen jetzt mal solo rein und, genau, wir gehen mal auch schnell noch auf die Belohnungen ein. Ja, Aufträge und Belohnungen. Es gibt eine Reihe von Hordenaufträgen, die ihr abschließen könnt. Darunter tägliche Aufträge, für die ihr Battle Pass EP erhaltet. Und Aufträge, für die ihr mit Bannersymbolen und Spray-Motiven belohnt werdet. Es gibt auch zwei Herausforderungsaufträge zu Überlebe die Horde, die schwierige Gameplay-Modifikatoren hinzufügen. Aber auch weitere kosmetische Belohnungen und Battle Pass EP mit sich bringen, wenn ihr sie abschließt. So, jetzt gehen wir mal rein. Hä? Ja. So, und dann, genau, haben wir das auch geklärt. Das Ganze ist mit dem Patch 24.30 reingekommen. Es war Anfang Mai, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Es gibt ja auf dem Statusbericht und dann auch auf dem Thumbnail ein Bild. Da ist das ganze Banner- und Spray-Motiv-Zeug nochmal abgebildet, weil ich glaube, das kann man in-game jetzt ja nicht sehen. Es sei denn, man schließt die Herausforderungen ab. In dem kleiner Fun-Fact: Statusbericht steht auch noch ein bisschen was zu den zukünftigen Dingen. Hier zum Beispiel Mensch gegen Natur. Da gibt es so eine Quest, die bald auch wieder erscheinen wird. Ist aber nichts Neues. Das hier ist wirklich komplett erstmalig drin. Wird jetzt jedes Jahr, wie ich schon sagte, wieder zurückkommen. So, neue Karte, das sagte ich bereits. In Überlebe die Horde wagt ihr euch über das Sturmschild hinaus bis zu einer alten Bergbauanlage auf einer Vulkaninsel. So ein bisschen eine Mischung aus Trine Peaks und Industriezonen, kann man eigentlich sagen. Der herannahende Sturm hat die Insel zerrissen, das wird man auch gleich sehen. Es gibt so gewisse Lavastabalden. Deshalb bleibt keine Zeit. Nein. So, und ihr müsst tiefe Spalten von Lava überqueren, wenn ihr euch über sie bewegt. Ist ja klar, über die Map muss man überqueren, ist logisch, dann die Lavaspalten. Ihr werdet auf einer Insel drei Ressourcenbasen verteidigen. Das sind die hier, die drei Dinger, ne? Seht ihr ja. Die eine ist gelb, ich sag dann auch gleich nochmal was dazu. Und genau, die Mine, die Höhle und das Depot. Dabei ist die Zeit, die ihr habt, um zwischen den Wellen von Gegnern von einer Base zu der anderen zu hetzen, begrenzt. Es lohnt sich also, einige Ressourcen in die Überbrückung dieser Spalten zu stecken. Heißt wiederum, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch, also das he weiß nicht, ob das jetzt heißt, aber das hatte ich aus der Erfahrung, wir hatten das ja auch letztens live im Stream schon mal gespielt, wenn ihr ein so ein Ding verliert, geht ihr dann einfach zum nächsten. Ja, wir sind jetzt hier in der ganz normalen drin. Sieht auf alle Fälle schon. Ja, Epic Games hat sich Mühe gegeben, etwas Neues zu kreieren. Ich meine, ja, das kennt man so jetzt auch noch nicht aus Battle Royale. Vielleicht hat das jemand in Kreativ mal gebaut und das wurde dann übernommen, oder habe ich keinen Plan. So, ihr könnt auch ehrlich gesagt nichts abbauen. Das heißt hier, also ihr könnt schon abbauen, aber es bringt euch nur das, dass ihr dann mehr Platz auf der Map habt. Ich weiß nicht, ob man das zwingend braucht. Fallschaden kann man auch bekommen, wenn man, ne? Gut, das geht. Man hat viel Leben, aber gut, die Mission, das hat auch ein hohes Level. Wir machen die jetzt ja nicht auf professionell, nur ein bisschen provisorisch, nicht prophylaktisch, ein bisschen zeigen können. So, genau, ihr könnt quasi nichts abbauen, das bekommt ihr dann alles durch die Wellen. Die Wellen, sie abschließt, Belohnungen. So, und eben auch gut Battle Pass EP, das heißt auch für BR ist das nicht schlecht. So, sammelt Vorräte, der Sturm kommt immer näher, deshalb habt ihr keine Zeit für den Abbau. Bleibt keine Zeit dafür. Das Zerstören von Objekten mit der Spitzhacke enthält quasi keine. Ihr haltet dadurch keine Ressourcen, wie ich gerade schon sagte. Was bedeutet, dass ihr von den Vorratslieferungen abhängig seid? Es kommen auch irgendwie Vorratslieferungen. Genau. So, jetzt muss ich gucken. Hier steht zu viel Text. Genau. Die zwischen jeder Gegnerwelle erscheinen, die Vorratslieferungen. Die enthalten Waffen, Munition und Materialien. Und ihr könnt nur mit diesen begrenzten Vorräten leben. Ihr könnt nur mit diesen. Zeit, das herauszufinden. Ja. Bauen und herstellen. Baut eine Festung, stellt Fallen her und Waffen, das ist ja klar. Die drei Ressourcenbasen müssen verteidigt werden. Wenn eine Ressourcenbase fällt, erhaltet ihr weniger Vorratslieferungen. Und wenn alle drei verloren sind, endet die Expedition. Ist ja klar. Wie? Also wenn kaputt, dann tut. Ende, ne? Nutzt eure Ressourcen und die Zeit zwischen den Wellen weise. So, und jetzt haben wir noch ein was, besiegt die Horde. Insgesamt 15 Event gibt es maximal. In Frostknight gibt es, glaube ich, 20. Früher gab es mal 30. Die Missionen sind eigentlich ziemlich easy. Man konnte auf so einem Vorschau-Picture schon mal sehen, dass das wirklich hier, das ist ja wirklich grüne Kackerei. Die sind ja alle un. Das sind keine Patrouillen dran, also solche kleinen Viecher mit den Schwänzen. Ja, die kleinen roten Dinger, die immer so hin und her fliegen. Ich hätte jetzt ein bisschen was bauen müssen, denn man hat ja auch die Möglichkeit, Fallen und sowas herzustellen.
wie ich schon beschrieben habe. Aber gut, das ist jetzt egal. Das muss ja jetzt nicht ein bisschen verlaufen. Guck, jetzt ist das Ding tot. Jetzt kommt hier eine Vor. Ach, sind wir wohl direkt komplett raus oder was? Ach, geil. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Also, wenn du jetzt quasi bei der ersten Welle stirbst, dann war es gleich. Du musst eine Welle überleben, dass dann das zu den nächsten Dinger. Ja, okay, jetzt verstehe ich das. Das heißt, man stirbt, wenn man bei der ersten Welle direkt verkackt. Komplett. Da bist du komplett raus. Wenn du die erste Welle schaffst, dann wird einfach. Brumm, brumm, genau. Der Rest. Oder da kannst du dann die nächsten Basen verteidigen. Das heißt, da bist du noch nicht direkt raus. Da hast du noch die nächsten Chancen bei den anderen Basen von den insgesamt dreien. So, halte die Augen nach Hordenwellen offen, bei denen ein starker Gegnertyp in großen Mengen auftaucht und nach Gameplay-Modifikatoren, die während einer Welle auftauchen können. Um für Abwechslung zu sorgen, wenn ihr die Koordination. Nicht Koordination. Wenn die Kondition, das Leben, auf Null gebracht wird, haben eure Verbündeten nur wenig Zeit, euch wiederzubeleben. Und wenn euer gesamtes Team verliert, scheitert die Expedition. Ist ja klar. Ist jetzt im Solo auch ein bisschen schwierig, sonst kannst du eben wiederbelebt werden. Es gibt zurzeit eigentlich nicht mehr dazu zu sagen, außer dass es zurzeit einen Lag gibt. Das hatte Fortnite hier nochmal so ganz komisch mit beschrieben, in so einer kleinen Zeile, die man hin und her bewegen kann. Bekanntes Problem, wir sind uns bewusst, dass Smasher die Ziele angreifen können und arbeiten daran, dieses Problem in einem zukünftigen Update, einem Patch, zu beheben. Wir werden ein Update im Abschnitt Fehlerbehebungen bereitstellen, sobald dieses behoben ist. So. Jetzt catchen wir uns nochmal die Belohnung. Also auch ohne, dass man viel erreicht hat, bekommt man schon ein bisschen was. Ja, ne? Ja, 54 XP für nichts, ne? Also es war ja wirklich nichts. So, wir gehen nochmal kurz rein. Die Nahkampfsache. Wichtig natürlich auch hier heute wieder ist, falls ihr Fragen haben solltet, stellt sie mir bitte gern in den Kommentaren oder auch wenn wir live sind. Wir werden diesen Modus, wenn unsere ganze YouTube-Karriere sich mal wieder richtig in die Aktivität. Ihr wisst, die uns aktiv verfolgen, die letzten Wochen, Monate, Jahre. Werden wir den Modus auch mal streamen, genauso wie dieses neue Ranked, was am Dienstag in dem Update kommt. Dienstag Update für BR bedeutet auch Fehlerbehebung dieser Smasher-Sache, gehe ich von aus. So, das war alles, was hier im Statusbericht dazu geschrieben werden konnte, geschrieben wurde. Wir haben auf alle Fälle, das ist Fakt, bis jetzt zumindest nur zwei verschiedene Extra-Quests. Einmal das mit diesem Nahkampf-Chaos, was wir zurzeit haben, und mit diesen hastigen Höhlen. Ob es dann zukünftig noch ein paar neue Sachen geben wird, desbezüglich vielleicht neue Herausforderungen, wie in Frostnight zum Beispiel. Was weiß ich, was man da einfügen kann. Lava-Füße zum Beispiel, komischer Gag, aber man weiß ja nicht. Das weiß ich nicht. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ich freue mich, wie schon gesagt, sehr großes Lob an Epic, dass es mal wieder etwas Neues gibt, das Liebe reingesteckt worden ist. Das System mit diesen drei Dingern. Ne, es gab von einigen Kritik, die sagten, ja, es ist ja trotzdem das RDW, ne, es ist ja wieder dasselbe und im Endeffekt verteidigst du wieder was und was weiß ich und leck mich doch. Aber ihr müsst verstehen, es ist einfach das Spielprinzip von Fortnite, RDW, dass man eben irgendwie immer, ne, die Zombies entweder von etwas oder vor etwas verteidigt. Bumm, hier, schöne Ressourcen. Oder dass man eben etwas angreift, so. Das sind diese zwei grundlegenden Sachen. Man muss versuchen, die Welt zu retten, so wie es der Name des Spiels verrät. Und somit, ja, hat man die Aufgabe, Sachen, die Höhlen zu killen. Was will man anders machen? Außer neue Maps zu schaffen, neue Belohnungen vielleicht, wie es jetzt ist. Und das System mal ein bisschen umzuändern. Was man verteidigen muss, in welcher Konstellation, mit zum Beispiel diesen drei Dingern. Finde ich top umgesetzt, auch wenn ich jetzt Lava, ja, ich hätte eher Wüste gefeiert. Aber darum kommt es ja nicht an. Es geht um das Grundprinzip und das haben sie erfüllt. Finde ich gut. Also das haben sie echt gut gemacht. Kann man nicht sagen. Auch wenn diese Laborgruften damals auch sehr gut waren, muss ich sagen. Ja, es ist halt ein bisschen das Sommerfrostnight. Definieren wir mal so. Und ja, gerne mehr. Gerne auch neue Waffen. Macht zwei bitte weiter so, liebes Epic-Team. Und dann bin ich sehr zufrieden. Ja, wir versuchen jetzt mal die erste Welle noch schnell zu überleben. Weil das dauert jetzt noch Ewigkeiten. Ne? Ja, ist auch egal. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Ja, können dann die Vorratslieferungen, wie schon gesagt, noch öffnen. Diese Ballons, Loot Drops. Genau so. Jetzt gehen wir nochmal kurz ein bisschen hoch. Dann beenden wir das Video auch. Wünsche euch dann einen wunderschönen Abend oder Tag, je nachdem. Wir haben es gerade 21:41 am 14.05.2023 fürs Protokoll. Interessiert keine. Ja, gut. Interessiert niemanden. Und ja, so. So sieht das aus. Alles schon ziemlich zerschändet hier. Es sieht schon gruselig aus. Ne, hier Müll und. Beef und Lava und sieht ein bisschen aus wie der letzte Rest. Blub. Ach, jetzt bin ich direkt wieder Deathly. Das sieht aus mit dieser Pickaxe. Alles am Lecken und was weiß ich.
Freunde, euer Florian FVM. Ich hoffe, euch hat es etwas weitergeholfen, das Video. Ich meine, das hätte man sich auch selbst durchlesen können, aber ich versuche es mal ein bisschen mit Liebe, Lust und Laune, Spaß und was weiß ich zu präsentieren, noch ein bisschen meinen eigenen Erfahrungssenf dazu zu geben und zu versuchen, ein gutes Endprodukt zu liefern. Ich hoffe, das habe ich geschafft, Leute. Aber ich lieb. Lasst euch vom Herzen gut gehen, der Onkel FVM. Und bis bald. Spielt schön, suchtet schön, macht gerne mal mit und bleibt fit. In diesem Sinne, adios, wiederschauen und hauen Sie rein. Kussilein.